haltet euch fest und genießt diese Musik. Die ist gut. Oh, Moment, da muss ich... Oh, ja. Block A. Vielleicht der zweitschwierigste oder drittschwierigste des ganzen Spiels. Ungefähr. Oh, das wäre schön gewesen. Wieso fliegt das denn da durch? Man kann doch da drauf landen, oder? Ich wusste es. Oh, wieder mit meinen bärenstarken Zehennägeln. Wie kommt man dahin? Man, ja, irgendwie... Man kann doch eigentlich immer wieder, wenn man es nicht will, durch Treppen rutschen. Aber wann? So, was ist hier? Was war da jetzt? Ich glaube nur ein großes Herz, das hat sich ja nicht gelohnt. Oh, diese Musik! Ich glaube, es ist fast die beste des ganzen Spiels. Jetzt geht's mir mal richtig ab. Ich war ja zum nicht allzu kleinen Teil bisher eher ernüchtert von dem von der Musikauswahl in den bisherigen Blocks. Es gab zwar teilweise ganz nette, chillige Musik, aber ich finde, bei so einem Spiel muss es auch richtig fetzige Musik geben. Und das ist genau so eine Musik wie hier. Sowas habe ich mir vorgestellt. Och nö, kein doofes Messer. Wollte ich nicht. Was ist das für ein Vieh gewesen? War das ein Skelett? Nicht runterkrachen. Oh, natürlich machen sie das. Aber ich war schon gleich schnell. Okay. Ich weiß genau, an dieser Stelle muss man gleich ausweichen. Und wahrscheinlich wird es mir jetzt nicht gelingen, weil ich das weiß. Aber ich weiß auch nicht, an welcher Stelle es genau war. Wie komme ich hier nach oben? Hier? Aha. Bei meinem allerersten Mal hier habe ich ganz instinktiv richtig reagiert und bin dem Ding ausgewichen. Wann kommt es? Jeden Moment wird es kommen. Aber ich weiß nicht, es ist so schnell, da kann man nicht wirklich gescheit reagieren. Moment, hier hoch muss ich. Ich komme relativ schnell voran, würde ich mal sagen. Ungewohnt für mich. Aha, das sind jetzt so Typen mit Schwertern. Die werden ja immer stärker. Aber die Ritter gibt es gar nicht mal so oft, habe ich das Gefühl. Also die richtigen Ritter. Mit den Äxten. Das sind ja eigentlich so ziemlich die gefährlichsten. Normalen Gegner. Eigentlich sind die Medusas, die stillen Helden des Feindes. Die können einem nämlich am meisten nerven, finde ich. Auch wenn die eigentlich ein vorgegebenes Bewegungsmuster haben. Dann haben sie aber alle. Ja, Sekunde, das machen wir anders. Das mache ich nicht mit. Erstmal kurz kratzen. Ah, das tut gut. Linkes Auge. So, weiter. Wir gehen halt einfach mal so. Ich möchte nach Möglichkeit... Oh! Treppen vermeiden, wollte ich gerade gesagt. Nicht springen. Warum springst du denn? Die kam, glaube ich. Ja, die Stelle war auch nicht so schön. Da muss man sich auf jeden Fall ducken, würde ich mal behaupten. Ja, da muss man sich ducken. Und dann noch springen. Oh, gut. Ja. Alles gut bis hierhin. Ja, man muss nicht mal springen. Gut. Aber jetzt, ich bin da nie so gut drin gewesen. Oh, ich hätte loslassen. Oh, nö. Ich glaube, ich gehe noch eine Runde. Der dumme Depp da. Ich muss sofort rüber und die dann erstmal erledigen. Ganz, ganz schnell. Sonst schubst er mich natürlich wieder runter. Oh, nee, wieder zu spät. Aber jetzt muss ich. Jetzt. Nein. Zu unentschlossen. Oh, ich starte hier. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum. Dafür habe ich jetzt kein Item mehr. Jetzt hätte ich gern ein Messer. Messer zwischen die Zähne und losstürmen. Kann ich nicht einfach über dich rüber? Aber da kommen die Medusas, ne? Genau die. Die. Da, den man kaum ausweichen kann. Aber die haben noch nur einen Schaden gemacht. Nehme ich in Kauf. Oh, schneller! Komm, 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 komm. Gleich geht's ganz schnell wahrscheinlich. Ach nee, das geht nur in die eine Richtung. Hä? Ich bin verwirrt. Egal, weiter. Geil. Das passiert dann auch mal. Aber egal, ich habe hier ordentlich Leben gehabt am Anfang. Autsch. Wird die Peitsche eigentlich stärker oder nur länger? Ich glaube, die wird bei dem ersten Upgrade silbern, also eisenhaltig. Und dadurch wird sie auch stärker. Mindestens mal um 25%, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wieso trifft mich die immer? Ich kann da gar nichts machen. Nein! Ah,
Aber bei dem zweiten Upgrade habe ich das Gefühl, dass es nur länger wird. Aber es ist nur so ein Gefühl. Das war knapp. Das ist auch nicht so schön. Das habe ich beim ersten Mal noch befürchtet. Und dann dachte ich mir, ist ja gar kein Problem. Es klappt ja. Und schon wieder Schaden genommen. Aber schön, dass ich jetzt an dieser Stelle gleich am Anfang Probleme habe. Und nicht erst irgendwo spät hinten, wo ich immer erstmal hinlaufen muss, bevor ich es wieder probieren kann. Das war dann in Block 9 echt ein bisschen doof. Stirb halt mal. So. Kann nicht noch eine Medusa? Wehe, die kommt jetzt plötzlich irgendwann. Kann man da einfach drauflaufen? Das wäre jetzt mein nächster Versuch. Ich glaube, das ist sicherer. Probiere ich jetzt gleich mal aus. Schön, dass die Medusas wenigstens nur einen Treffer aushalten. Schnell, schnell. Oh, geil. Gut. Ah, da ist es wieder. Ist das dasselbe gewesen? Oder wäre das das zweite Upgrade? A good question here. Next one. So, man kann doch einfach hier... Dann halten sie ein bisschen mehr aus. Drei Wirbler mit der Peitsche halten sie aus. Uiuiui. Okay, jetzt laufe ich einfach drauf. Ja, das ist die beste Idee. Und dann lang genug warten, damit man sich da oben nicht den Kopf stößt. Sind wir mal wieder hier. Nach langer Zeit. Letzter Versuch übrigens. Da müssen wir wieder von vorne anfangen, aber es war ja nicht sehr lange bis... Oh, bis hierhin. Jetzt vielleicht nicht so viel rumwippen. Man sieht ihn noch nicht. Hörstuf. Oh nö, da sind sie. Warum habe ich es bloß gesagt? Da sind sie. Aber gut, man kann sie ja relativ einfach hier erwischen. Hab dann auch noch ein Messer für dich. Das wird so auch in deinem Schild geblockt. Aber trotzdem nimmst du Schaden. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Oh, das sieht so gar nicht flüssig aus. Also, dass das da wirklich hochginge. Hörle, da war das. Cool, ich bin ausgewichen. Man hatte es eigentlich gesehen, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Alles gut. Oh, wie weiche ich die aus? Hüppala. Oh, war das gut? Hätte man das besser machen können. Aber für Anfang war es, glaube ich, nicht schlecht. Ich bin jedenfalls noch im Spiel. Nerv mich nicht. Ich will wissen... Ah, danke. Zahnräder. Damit es irgendwann mal Klick macht und man merkt, das Spiel ist fast geschafft. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Schade, dass man das noch nicht nach unten schmeißen kann, ne? Oder dass man hier nicht intelligent sich fortbewegen kann von der Gefahrenquelle als Gegner. Das ist ja schade, ne? Das sind so Lieder, die ich gerne beim Sport höre. Die motivieren. Okay, hier war das nicht so schön. Haben die nicht nach mir geschmissen? Soll ich erstmal nach links und rechts mich... Oh, ich probier's. Ja! Ja, gut, ich gehe erstmal nach rechts. Das war nicht so ganz mein Plan. Oh, hallo? Ich sterbe nicht, oder? Geil. Oder nicht geil? Ja, wie geil. Dass das geht, das hätte ich nicht gedacht. Aber es wäre sonst auch irgendwie ein bisschen unfair gewesen. Aber schon okay. Lauter Zitterpartien hier. So, jetzt muss ich dich noch irgendwie killen. Bevor du mich killst. So ist Krieg. Geh weg, Axt. Haha. Der Boomerang ist einfach so stark. Hüpf. Nein! Nein! Moment, ich gehe hier runter. Ah, es scrollt nicht. Ich komme nicht mehr weiter runter. Wie geil. Und jetzt? Was macht man jetzt? Jetzt muss man sich umbringen lassen. Was ist das für ein Mist? Eben habe ich das Spiel noch gelobt. Und dann hat man ja kein... Wenn ich den noch kaputt mache, dann kommt die ganze Palette wieder neu, oder? Oder? Oder kann ich mich jetzt nicht mal umbringen? Ich muss hier durch die Treppe fallen, ja? Toll. Danke. Naja, war eben mein letztes Leben. Und da sind wir wieder hier. Alles okay.
Ich meine, der erste Abschnitt, der war relativ schnell vorbei. Oder war das überhaupt nicht ein ganzer Abschnitt? Aber trotzdem gab es einen Checkpoint jedenfalls. Hüpfidüpf. Und da habe ich schon mein voll upgradetes Gerät. Schwingbereit. In meiner Armbrust. So. Aber mal ein bisschen schneller und zackiger hier. Warum sollte man? Egal. Stirb! Endlich mal! Das Messer ist so schwach, das muss man mal echt mal sagen. Das müssen wir mal monieren. Hoffentlich kommt da nochmal ein Patch. Oder vielleicht wird es ja im DLC verbessert. Das tät echt mal ein bisschen Not. Ich weiß gar nicht, ob es hier groß Remakes gibt von diesem Spiel. Ich war ja nie so der große Castlevania-Spieler. Hüpf, naja. Schon besser. Ich bin ja froh, dass ich den ersten Teil schon zweimal gespielt habe. Dass ich den nicht nochmal spielen muss, denn der war noch ein Portion happiger. Da habe ich echt ordentlich trainieren müssen. Was war? Huh? Ich dachte, ich bin tot, aber ich konnte in der Luft laufen. Weil da noch irgendeine Plattform. Und nochmal. Was ist das? Ich muss mehr schwingen. Schwingen und dann rückwärts drüber. Wie ein echter Akrobatiker. Ja, das mache ich ja toll, mache ich das. Ach so, ich kann einfach durchschwingen. Ja, das muss man natürlich wissen. Das muss man wissen. Gut. Man hat sich schon wieder tot gesehen, meine einer. Ich finde es ja immer toll, wenn man von sich redet und Mann sagt. Ich hatte mal so einen Dozent, der war da voll gegen. Seitdem mache ich das gerne mal. Ups, ich wollte nicht zurück. Wir müssen erstmal hier hoch und dann können wir kämpfen. Dann können wir kämpfen. Hurra, hurra. Kämpfen wie echte Skelette. Gegen Skelette. Ich meine, Skelette haben keine Ehre, würde ich mal behaupten. Die können ja machen, was sie wollen im Prinzip. Zum Glück hat es mich nicht nach links geschoben. Aber er. Oder sie. Für mich sind das sie. Medusas. A am Ende, also muss es nur sie sein. War schon wieder unnötig riskant. Und das war, ja, kennen wir schon. Ich muss gar nicht sagen, was das war. Wir wissen alle, was das war. Das war nicht die Lösung. Nicht die Mama. Hm. Sieht immer ein bisschen anders aus, dieses Upgrade. Vielleicht wäre das erst die Verlängerung gewesen. Ich glaube, das geht nicht. Es geht oh, immer erstmal diese Eisen-Upgrades. Nope. Man kann ihm nicht entfliehen. So. Ruhe nun. Bitte begeben Sie sich zur Ruhe. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Und jetzt spät genug. Ah, das war schon fast zu früh. Okay, was ist hier drin gewesen? Ein Item. Ja, besser als nichts, würde ich mal sagen. Ein Messer in Ehren kann keiner verwehren. Oho! So, hier war ich schon. Das habe ich auch schon geschafft. Ja, das war jetzt zu optimistisch. Schon wieder hier. Geil. Ich krieg langsam ein Trauma von diesem Anfang. So oft, wie ich schon heute hier gestartet bin. Aber ich habe die Hoffnung, dass Block A gar nicht mal so schwierig sein wird. Natürlich schwerer als alles andere bisher. Hui, diesmal nicht. Du auch nicht. Aber Block B, an den habe ich böse Erinnerungen. Mit ganz vielen Treppen, aber ich glaube, mit denen komme ich diesmal besser klar. Echt keine schöne Stelle hier. Stöhne Gelle. Alles gut. Jetzt nicht zu früh. Und einmal schwingen und dann rüber. Und geduckt, jawohl. Man kann nicht einfach unter dem Schwert herducken. Denn die sind so dumm und können nur geradeaus stechen und nicht irgendwie noch die Höhe variieren. Dafür hat der KI-Level nicht gereicht. IQ ist es bei den Menschen, KI bei den Computern. Du, 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 du.
gibt es da eigentlich auch... ich habe fast wieder vergessen, aber komischerweise komme ich da jetzt immer ganz gut klar. Einfach ein Stück zurückgehen, das war es ja eigentlich schon. Und hier kam noch mal eins, ja. Kann mich das hier jetzt noch treffen? Keine Ahnung, ich springe besser mal rüber. Eigentlich sollte man da auch drauflaufen können, draufhüpfen. Da waren 5er drin, nehme ich mit. Mhm. Moment, wo geht's weiter? Da oben? Da kann ich drauf. Ah, ich dachte gerade, ich muss bis da oben an diesen Greifhaken kommen. Schlimm genug, dass ich da an einen ran muss. Ich bin da echt nicht gut drin. Aber ich bin besser geworden, auf jeden Fall. Hab dich getroffen. An den Fußsohlen. Geschieht dir ganz recht, wenn du die nicht wächst. Oh nein, jetzt erstmal das Ding killen, bitte. Bevor ich mich da ranhänge, ungewollt. So, wegducken und dann hier mal hinstellen. Endlich. So, jetzt vielleicht von der Axt nicht treffen lassen. Wie macht man das am besten? Genau, ganz runter. Und dann hoch. Und dann schwingen ein bisschen und nach links. Links ist mir gerade irgendwie sicherer vorkommend. Bis hierhin alles gut. Dann habe ich nur diese Blöcke hier verpunzt. Die darf ich jetzt nicht nochmal verpunzen. Ah, Treppen. Ich mag keine Treppen. Tu nur in den Knien weh. So, jetzt nicht versauen. Doofe Medusa, hör auf. Egal. Ich habe ja noch fast volles Leben. Wo ist das denn hergekommen? Gab es irgendwo ein Fleischschenkel? Ich weiß ja nicht, was für ein Fleisch das ist. Das könnte vom Truthahn sein. Oder das alte Fleisch von den Skeletten. Das muss ja auch irgendwo hin sein. Wieso wieder so eine Passage? Ich dachte, die hätten wir jetzt hinter uns. Darf man sich dann nebenbei kratzen? Das ist gefährlich. Oh, das ist ja geil. Ich bleib mal hier. Ist wahrscheinlich auch anders möglich, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ganz ehrlich, will ich das nicht. So. Alles gut. An dieser Stelle kann ich sagen, alles gut. Was ist in diesem Kronleuchter drin? Der ist so verdächtig einsam da links, aber ich gucke nicht nach. Mir reichen meine Herzchen. Oh, ich muss hier weiter. Habe ich es geschafft? A, 2 zumindest. Ja, 2. Aber A ist noch nicht vorbei. Und ich habe noch 2, 3 Versuche. Also so ein Zauberwasser wäre an der Stelle, glaube ich, gar nicht mal so übel. Oh, das könnte ich ja später wohl besser gebrauchen. Oh, mein Herz, plötzlich squallt es. Das sind die Mumien. Lange hat es gedauert. Ich glaube, da konnte man auch einfach nur draufschlagen, oder? Oh nein, die kommen näher. Wie soll ich denn da fliehen? Drüber springen oder so? Oh, ich bin tot. Ja, wie hätte ich das denn besser machen sollen? Aber schön. A2 ist ja quasi nur der Boss. Dann kann ich mich darauf einstellen, falls ich wieder sterbe. Ich habe jetzt noch 2 Versuche. Dann kann ich mich darauf einstellen, dass ich nur A1 schaffen muss. Und das ist ja gar nicht mal so viel. Wenn ich hier stehe, was passiert dann? Ich habe keinen Bumerang mehr. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Ich stelle mich lieber rechts hin. Also das kommt mir sicherer vor. Ich habe nur meine Peitsche. Ich bleibe nah dran. Das bringt mir nichts. Das stummt mich dann zurück. Gehst du irgendwann mal weg oder stummst du mich jetzt wieder runter? Gehst du mal weg? Er stupst mich runter. Wie soll ich ihm ausweichen? Ich habe ja nur meine Peitsche. Ich muss versuchen, über ihn zu springen, dabei Schaden zu nehmen, meinetwegen. Aber das muss man halt in Kauf nehmen. Schnell weg. Okay, jetzt rollt es wieder so übelst schnell. Da kriegt man Angst. Ich glaube, der kommt jetzt auch ganz woanders eventuell. Na, wie soll ich denn darüber springen, wenn ich von unten komme quasi? Ja, da kann ich ja stehen. Was sind das für Feuerdinge eigentlich? Hier bin ich sicher. Geil. Schön zu wissen, wo kommt er jetzt? Nicht da, wo ich bin. Nicht da, wo ich bin. Ja gut, da muss ich aber näher ran, leider. Ah. Okay, da schmeißt er Toilettenpapier nach mir. Er hat verschiedene Moves. Ich sehe schon.
Da kann man gar nicht gescheit ausweichen. Da muss man einfach schlagen. So, wo kommst du jetzt? Okay, ich bleib rechts. Na, ich hätte links hin. Oh, jetzt muss ich über ihn springen. Wenn er zu nah rankommt. Vorsicht! Alter, er ist voll in Führung. Ich bin gleich tot. Wie kann man denn das besser machen? Ah, ja, gut. Nicht die Toilettendinger sind, sondern das ist besser. Da trifft er mich nämlich nicht. Komm, 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 komm. Komm noch einmal. Einen Treffer braucht er nur noch. Ich gehe hier hin, da bin ich sicherer. Habe ich das Gefühl. Ich muss ihn jetzt besiegen. Jawohl. Ist ja nur eine Mumie gewesen. Gab es nicht auch einen mit zwei Mumien? Warum rede ich so viel? Das merkt man erst, wenn man dann einen Boss besiegt hat und zur Ruhe kommt. Da muss ich selbst Mut anreden. Dann gewinnt man auch. Weiter geht's. Block B, oder? Juhu! Jetzt kommt der schlimmste Block. Block A in gerade mal 21 Minuten geschafft. Ich bin erstaunt und erfreut. Naja, diese Steinbrücken kommen jetzt. Die waren, glaube ich, auch nicht ohne. Beim nächsten Mal dann aber. Oh, aber die Musik wird nicht schlechter. Die Musik wird echt nicht schlechter. 1000 Sekunden, natürlich. Ein letztes Leben dann, bevor wir beim nächsten Mal mit vollem Leben dann wieder weitermachen können. Und neue Gegner auch noch, die, glaube ich, sehr übel waren. Das wird ein Gaudi. Das wird ein 10-Stunden-Video. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Mhm.